Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, einsteigen, ohne nach Kleingeld zu suchen. Fahren, egal ob man getrunken hat. Erleben, was es heißt, das Auto stehen zu lassen. Zum Ziel kommen, ohne einen Parkplatz zu suchen, ohne im Stau zu stehen. Sich angewöhnen, Mobilität klimagerecht zu gewährleisten. Wenn wir auf der einen Seite das Autofahren teurer machen wollen, wie eben zum Beispiel bei den Bewohnerparkausweisen, um Autofahren unattraktiver zu machen, müssen wir natürlich Alternativen stärken. Dr. Hettemann meinte, einzelne Tage mit Nulltarif bringen nichts. Im Ausschuss haben Sie unseren Antrag abgelehnt. Der Nulltarif im ÖPNV an halben Wochenenden ist keine Kassler-Erfindung. Marburg hat es bereits für die nächsten 2 Jahre geplant. Er richtet sich vor allem an Gelegenheitsfahrer, um Bus und Bahn als Alternative erlebbar zu machen, um überhaupt mal einzusteigen. Er ermöglicht aber auch denen, die nur gelegentlich fahren oder monatlich 8% ihres Regelsatzes allein für die Mobilität ausgeben, an den Wochenenden kostenfrei zu fahren und bedeutet dadurch auch ein Stück Teilhabe. Wir halten einen Nulltarif im ÖPNV im ganzen Jahr für notwendig, denn der ÖPNV ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Mit der Selbstverständlichkeit, wie manche heute im öffentlichen Raum quasi zum Nulltarif ihr Auto abstellen, sollte es in Zukunft selbstverständlich sein, dass man den Bus nimmt. Und wir wissen, dass man derzeit noch nicht überall gut mit dem Bus hinkommt. Und wir wissen, dass ein Nulltarif sofort und überall einen weiteren Ausbau von Bus und Bahn, aber auch von Radwegen notwendig macht, um die Kapazitäten nicht zu überlassen. Für eine Verkehrswende können wir aber nicht nur über den Ausbau sprechen, sondern wir müssen auch über die Ticketpreise reden. Sie sind nach wie vor zu teuer, sie sind sogar weiter gestiegen. Und ja, für einzelne Gruppen gibt es inzwischen Jahrestickets für 365 Euro. Aber auch von den Landesbeschäftigten sind es gerade die Lohnabhängigen, Sie haben die Werkkollektive und die Unternehmen genannt, es sind gerade die Arbeiterinnen, die noch immer viel zu teure Preise zahlen müssen. Und ja, rein kommunal werden wir das komplette Netz der Zukunft auch nicht zahlen können. Da muss der Bund rein, da muss das Land dran, aber dafür müssen wir als Kommune dennoch die Weichen stellen und klare Signale setzen, wohin wir gehen wollen. Im Herbst gab es bereits einen Nulltariftag, das war ein Erfolg, auch wenn viele bei einem Tag noch gar nicht so schnell davon mitbekommen haben. Aber stellen Sie sich doch vor, was für ein Signal wir setzen würden, wenn wir gerade im Dokumentarjahr den ÖPNV an den Wochenenden kostenfrei zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich vor, wie es in der Bevölkerung ankommt, wenn wir mal ein deutliches Signal Richtung Verkehrswende setzen. Ein entschlossener, ein spürbarer, konkreter Schritt, der deutlich meint, wir packen es an, wie es die SPD im Wahlkampf formulierte, bevor sie die Aktienrente auf den Weg brachte. Wir sind bereit, wie die Grünen es formulierten, bevor sie der FDP das Verkehrsministerium im Bund überwiesen. Das wäre doch mal was. Kein eventuell, kein Zaudern, kein Versuchen, keine ewig lange Prüfung für das nächste Konzept irgendwann, sondern direkt an allen Wochenenden kostenfrei 2022. Ein Unterschied ist übrigens nicht nur für die Fahrgäste komfortabler, sondern auch für die Busfahrerinnen, von denen wir ja auch viel mehr brauchen. Es entlastet am Wochenende, weil nicht auf jedes Ticket geguckt werden muss, weil nicht ständig nach Kleingeld gekramt werden muss für das Wechselgeld, sondern sie könnten einfach sagen, einsteigen, wir nehmen jeden mit. Wir haben 1,5 Jahre Pandemie hinter uns und wollen das Vertrauen in den ÖPNV stärken. Stimmen Sie für den Nulltarif an den Wochenenden, weil Sie auch mit den kleinen Schritten machen Veränderungen.